Mein Vater ist in der Stadt. Er ist jetzt schon auf dem Weg zu uns. Mach nicht so auf Schüchtern, das gefällt dir da. Du bist nicht ein bisschen zu laut? Nein, ich bin nicht zu laut. Und du, mein Lieber, könntest heute morgen zur Feier des Tages, guten Morgen, dein Croissant nicht hier über dem Boden essen, sondern vielleicht über dem Teller. Ja, könnte ich nicht einfach in Ruhe essen? So, jetzt einfach muss ich ab. Sehr gut, dass du es mitgebracht hast. Dann können wir sehen, mein Shampoo. Was ist hier los, Verdammt? Was ist mit dir? Ich esse doch. Ich auch gerade fragen. So, wir machen uns am besten direkt aus dem Staub. Okay. Ja. Du musst eh zur Arbeit, oder? Ja, ja. Hier, eure Sachen könnt ihr ja auch mitnehmen, ne? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist hier los? Was geht hier ab? Seit wann so motiviert? Also. Putzen und so. Die Vögel sind noch nicht mal wach, verstehst du? Okay. So, hör mir mal zu. Gerne. Mein Vater hat angerufen. Wer hat angerufen? Mein Vater ist in der Stadt. Er ist jetzt schon auf dem Weg zu uns. Und deswegen muss hier alles picobello aussehen. Hast du das verstanden? Ja, natürlich. Danke, danke. Schatz, ganz kurz, habe ich irgendwas verpasst oder hast du Ewigkeiten deinen Vater nicht mehr gesehen? A. Und B, was macht der denn in Köln? Und warum ist er, also ich verstehe gar nichts mehr. Mein Vater hat einen geschäftlichen Termin hier und will uns deswegen mal besuchen kommen. Ah, wie schön. Und ja, ich habe meinen Vater sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ich hatte nicht so viel Kontakt zu ihm, seitdem er und meine Mutter, ne? Aber genau deswegen ist dieses Treffen hier jetzt umso wichtiger. Er muss sehen, dass hier alles perfekt aussieht. Und er hat bis jetzt auch noch keinen einzigen meiner Freunde gemocht. Und die alle eher, ne, fand die Abschaum und so. Deswegen musst du dich auch zusammenreißen. Er ist sehr penibel, was alles angeht. Ja? Also, was hast du zu tun? Nicht dumm rumstehen. Putzen. Danke. Mein ganzes Leben habe ich um die Anerkennung meines Vaters gekämpft. Ich hatte immer das Gefühl, dass er enttäuscht von mir ist. Egal, was ich mache. Deshalb soll heute alles perfekt sein. Libby, ich habe dein Duschgel benutzt. Heißt, ich rieche genauso, wie du es machst. Ja, das bist du auch schon. Ja, gefällt dir das, was du siehst? Mach nicht so auf Schüchtern, das gefällt dir da. Hola. Das ist mein Vater. Der ist ein bisschen früher gekommen als geplant. Schön, schön. Ich bin Chico. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob das eine Superkraft ist, aber ich habe echt ein Händchen dafür, die peinlichsten Momente überhaupt mit der Familie von Lilly anzuziehen. Das ist. Ja, das stimmt. Hola, Chica. ¿Qué tal? Gott, das ist meine Mutter. Chico, ich. Folgender Plan, ihr zwei. Chico geht in sein Zimmer. Besser ist es. Zieht sich was an. Und dann komme ich wieder raus. Ja. Ich kann dir jetzt schon mal das Wohnzimmer zeigen. Wenn dein Papa wüsste, was ich mit dem mache, dann glaube ich, wäre nicht so happy. Ja. Und diesmal in Klamotten. Ja, also. Das vorhin, ne? Total peinlich, total unangenehm, total bescheuert. Wird auf jeden Fall nie wieder vorkommen. Ich schäme mich zutiefst für dieses Verhalten. Sowas ist nicht in Ordnung und ich weiß das. Ich hoffe, du bist nicht allzu... Stopp. Entspann dich. Alles in Ordnung. Sowas ist bei mir früher passiert. Das? Ja, sicher. Wir sind doch Männer. Ja, ja. Ja, die Lilly nimmt das auch nicht entspannt. Sie ist auch nicht locker. Ja, sie war immer so, immer verkrampft. Das geht gar nicht. Da muss man ein bisschen raus. Aber da hallo. Muss man mal ein bisschen raus. Sehr gut. Schön. Dann lass uns doch neu anfangen. Also übrigens, ich bin der Jero. Du kannst mich Jero nennen. Jero, mi amigo. Was für eine Handforst. Das sind Muskeln. Richtiger Mann. Da sind Stärken drin. Wunderbar. Cool.
Cool. Cool, dann. Finde ich gut. Ich bin überzeugt. Ich hatte mir auch was überlegt für heute. Und zwar, wir können zum schicken Italiener gehen. Ich habe schon einen Platz reserviert. Italiano. Genau, das magst du auch so gern. Zum schicken Italiener gehen? Ja. Mal eine Pizza rein. Italienische Restaurants gibt es überall. Wie Sand am Meer. Also, es wird auch bei mir zu Hause italienisch gekocht. Soll ich auch noch mal hier hinkommen und auch noch italienisch essen? Hör mal, du wusstest, dass ich hier hinkomme. Dann komme ich nicht hier und ich fange mal italienisch zu essen. Ja, ich hätte halt überlegt, vielleicht nach dem Italiener können wir zum Rhein ein bisschen spazieren gehen, die Aussicht genießen, Kölner Dom, genau. Mein Gott, es wird auch noch schöner. Hör mal, bin ich ein Opa oder was? Ich hält mich auch noch mal für eine Opa. Ich muss dann jetzt am Rhein gehen und spazieren. So brauch ich auch noch keinen Rollator oder was? Kommt noch dazu. Oh Gott, Willen. Hör mal, da sind alle diese Mädchenideen. Ne? Sie ist genau wie ihre Mutter. Ich sehe nur das Bild vor Gesicht. Gut, wir machen mal hier ein bisschen. Was haltet ihr denn von Grillen? Mal ein bisschen rausgegangen, ein Feuer angemacht. Hast du was Wichtiges gesagt. Männer und Fleisch. Grillen ist ein gutes. Das ist wie Weihnachten. Sofort musst du jetzt das Feuer schmeißen. Max uns eine richtige leckere Steak. Ja. Auf ein Steak hatte ich wirklich Lust. Top. Ab ins Feuer, mein Mann. Okay. Ich warte. Ich doch nicht. Ich warte. Mach dir alles fertig. Ja gut. Ja. Entspann dich. Setz dich hin, entspann dich. Ich besorge das verdammte Fleisch und dann. Und ich kann ja schon mal Sachen vorbereiten. Okay. Okay. Das ist ein Junge. Das bin ich, Chico. Puh, Glück gehabt. Lillys Vater ist schon einmal nicht sauer auf mich. Und jetzt will ich doch mal schauen, ob ich weitere Pluspunkte beim Grillen bei ihm sammeln kann. Freunde, keine Kosten und auch keine Mühen gescheut. Das sind ganz besondere Steaks. Hier ist entscheidend die Würzung. Hört dir mal das an. Ja, greif zu, mein Junge. Hier, so, gut. Für dich. Top, sehr schön. Passt. Lass mich das anprobieren. Ja, zack. Und ihr könnt natürlich. Mehr. Was außen groß. Ja. Innen blutig. Blut muss das haben. Richtiger Männersteak. Ja, das ist das. Und schmeckt auch mal ganz künstlich. Die Kartoffel. Steinhart. Ich probiere mal kurz einen Kräutersalat. Auch sehr salzig. Das kann kein Mensch essen. Ja, komisch. Hab ja auch ich gemacht. Naja, du hast halt mal den Kochkunst von deiner Mutter geerbt. Anders habe ich nicht erwartet. Mama kann. Aber den Steak, doch! Das ist richtig zumindest. Mama kann voll gut kochen. Was ist los? Bist du schon wieder sauer? Entspann dich doch. Ich habe nur Spaß gemacht. Guck mal, du musst dir keine Sorgen machen, beiß in die Kartoffel rein, als wäre es deine letzte. Ich kenne einen guten Zahnarzt, der repariert dir deine Zähne. Prost. Cheers. Ich finde das Essen super lecker, okay? Hast du super gut gemacht. Danke. Alles, was du gemacht hast. Sei nicht so gemein. So. Ja. Das war wunderschön. Du hast ein ganz leckeres Steak gemacht. Wir sind immer noch dabei. Aber wir sollen den Abend nicht so beenden. Sollen wir wieder einen Männerabend heute organisieren? Was hältst du davon, Chico? Du und ich? Nur wir zwei. Du und ich. You and me. You and me. Genau. Das klingt verdammt gut. Wo können wir hin? In die verdammte Bar 51. Ein Freund von mir gehört der Laden, verstehst du? Hört sich gut an. Ja. Cool. Also wir essen zu Ende. Ja, dann machen wir einen Männerabend. Habe ich nur davon gewartet. Geil. Guten Appetit, mein Junge. Danke. Lass es schmecken. Die Kartoffel esse ich nicht, aber gut, das Fleisch nehme ich runter. Ja. Ich werde mal ein bisschen Quark besorgen, weil es ist echt salzig. Oh, meine Zunge ist schon ganz ausgetrocknet. Esse ich nicht, nein. Ey Mann, wie geil ist das denn? Ich bin mega happy, dass es mit Lillys Vater nicht so schlecht läuft wie mit ihrer Mutter. Jero mag mich. Yes! Aber so ist es. Aber du bockst auch. Wir werden irgendwann zusammen auf den Ring steigen. Wenn du dich traust, Chef. Wie kommt es, dass die Lilly so einen ganz tolle Kerl, so wie du, abbekommen hast? Was? Also ich komme damit nicht klar. Mit was kommst du nicht klar? Sie hat bis jetzt gar nichts hingekriegt in ihrem Leben. Oh. Ja.
Lilly, es tut mir leid, dass dir so schlecht geht. Also ich merke, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht würde es dir gut tun, wenn du darüber redest. Weißt du, ich bin's doch. Hä? Okay, bitte. Paco. Okay, dann sag mir. Bin ich schlecht? Bin ich eine Null? Bin ich ein Nichts? Bin ich eine Versagerin? Was bin ich? Natürlich nicht, du bist toll. Du bist super. Kann das irgendjemand von euch vielleicht mal meinem Vater sagen? Ich check's nicht. Egal, was ich mache, ich bin immer zu schlecht. Ich hab scheiß Ideen, ich bin zu langweilig, ich hab keinen Humor. Tanzen kann ich sowieso nicht. Mein Job ist der größte Scheiß. Nichts mache ich richtig. Sie war dann letztes Mal zuletzt in Berlin. Ja. Sie wollte Zahnhelferin werden? Ja, diese Zahnarzthelferin. Genau, Zahnarzthelferin. Hat es nicht geklappt. Ich weiß, ja. Dann kam sie zurück, hat sie versucht, eine Tanzschule zu gründen. Ja, da war ich dabei. In der Hose auch noch mal. Kriegt gar nichts hin. Also, wenn ich Lilly sehe, sehe ich ihre Mutter. Das gleiche Bild. Einfach das gleiche Bild. Hat Lillys Vater jetzt ernsthaft so schlecht über sie geredet? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich nachts alleine in irgendeiner Ecke lag und geheult habe, weil ich dachte, ich bin nichts wert und dann jeden Morgen aufgestanden bin, in den Spiegel gucken musste und mir selbst einreden, dass ich was wert bin. Ich will einfach nur geliebt werden. Ich will einfach nur geliebt werden von meinem Vater, so wie jedes andere Mädchen auch. Du bist es doch wert. Ja, du bist es wert. Du kannst dich nicht einreden lassen. Und ich meine, guck mal, Lilly, das Leben von deinem Vater ist auch nicht so eine Glanzleistung. Der hat seine Ehe auch kaputt gemacht, oder nicht? Ja, er ist die neue Nummer, nicht du. Endlich mal arbeitet sie im Boxstudio. Mit mir gemeinsam. Magen richtig gut. Danke, der Chico. Ich weiß, wenn du nicht da wärst, hätte sie nie was hingekriegt. Richtig? Stimmt. Okay, ich muss zugeben, dass ich echt happy darüber bin, dass mich Lillys Vater mag. Aber irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alles wirklich nur als Spaß gemeint ist. Ich versuche mir auch klarzumachen, dass ich keine Nullnummer bin und ich schaffe das eigentlich ganz gut. Aber an solchen Tagen wie heute, ich habe mich ja eigentlich sogar gefreut, dass er kommt. Dann kann ich ihm beweisen, guck mal, die Wohnung ist schön, ich habe gut geputzt, ich habe tolle Überlegungen, ich habe uns einen Tisch reserviert, aber nein. Und noch nicht mal Chico checkt das. Chico denkt, ich habe den geilsten Vater der Welt und seine Späße sind einfach nur krank lustig. Perfekt. Okay, aber dann checkt es Chico einfach nicht mehr aus. Also guck mal, denn ich verstehe das mit deinem Vater, ist wirklich schwierig. Den kannst du wahrscheinlich jetzt nicht von jetzt auf gleich einfach so ändern. Aber du kannst mit Chico wenigstens reden. Ich meine, wenn der das alles weiß, was du uns gerade erzählt hast, also dem wirklich nochmal richtig deine Geschichte erzählst, dann wird er wissen, wie das alles für dich ist und wie dich das verletzt, was dein Vater alles zu dir sagt und macht. Ja, auf jeden Fall, der wird das verstehen. Ja, der wird dich beschützen und hinter dir stehen, so wie wir. Hm? Wir sind für dich da. Safe. Ich finde das auch super lieb von euch, aber ich möchte ja jetzt auch nicht die Beziehung von meinem Vater und Chico zerstören. Ich bin ja auch irgendwo froh, dass er wenigstens Chico annimmt. Und vielleicht muss ich einfach abwarten. Er ist ja jetzt eh nicht für ewig da, sondern ich halte das einfach durch. Naja. Pass auf. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Weil dein Vater muss dich annehmen und nicht Chico. Ja. Aber wir sind da und wir unterstützen dich. So gut wir können. Danke. Das ist so. Ich hab diesen Kuss abgebrochen, okay? Und wenn Tess dir das komplette Video zeigen würde, dann wüsstest du es auch. Dann würdest du die Wahrheit kennen. Das heißt, Tess' Video ist auf jeden Fall gefaked. Dann pack deine Klamotten und verpiss dich mit deiner Schwester nach New York. Wenn das ist, was du willst, was dich glücklich macht, ich weiß, dass ich dich liebe und du weißt auch, dass du mich liebst. Irgendwann wirst du mit deiner Hinter-Nase was von auf die Fresse kriegen. Oh. Bis George, dein Bruder, sehen wird, was für ein Mensch du bist.